Hey, willkommen zu einem neuen Video. Wahrscheinlich wusstest du schon, dass wir nicht die einzigen Menschen sind, die je existiert haben. Vor Millionen von Jahren gab es etwas, das wie ein Mensch aussah, aber etwas anders war. Leider wissen wir oft nur sehr wenig über diese verwandten Menschenarten. Heute zeigen wir euch 20 geheimnisvolle, ausgestorbene Menschenarten. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Das ist Homo rudolfensis, eine frühe menschenähnliche Art, die 1972 in der Nähe des Turkana-Sees in Kenia entdeckt wurde. Diese Spezies lebte zeitgleich mit anderen frühen menschenähnlichen Spezies, darunter Homo erectus. Im Vergleich zu früheren menschenähnlichen Arten hatte Homo rudolfensis jedoch ein relativ großes Gehirnvolumen. Fossile Überreste deuten auf ein durchschnittliches Gehirnvolumen von etwa 775 Kubikzentimetern hin. Auch ihre Gesichter und Zähne waren größer und robuster, was auf Anpassungen an eine andere Ernährung und Kaumuster hindeutet. Ihre Ernährung bestand wahrscheinlich aus einer Kombination aus pflanzlicher Nahrung und Fleisch. Außerdem hatten sie einen großen Körper mit einer geschätzten Durchschnittsgröße von etwa 175 Zentimetern. Diese menschenähnliche Spezies wird auch oft mit dem Gebrauch von Steinwerkzeugen in Verbindung gebracht. Steinwerkzeuge, die in denselben geologischen Schichten wie die Fossilien des Homo rudolfensis gefunden wurden, lassen darauf schließen, dass sie in der Lage waren, verschiedene Arten von Werkzeugen herzustellen und zu benutzen. Das Vorhandensein von Steinwerkzeugen und Beweisen für Schlachtungstätigkeiten an Tierknochen lässt darauf schließen, dass sie in der Lage waren, zu jagen und Fleisch zu sammeln. Die Fossilien deuten auch darauf hin, dass sie in kleinen sozialen Gruppen gelebt haben könnten. Nummer 19. Hier haben wir Paranthropus boisei, auch bekannt als der Nussknackermensch, der 1959 von Mary Leakey in der Olduvai-Schlucht in Tansania entdeckt wurde. Paranthropus boisei hatte einen robusten Körperbau mit einem großen schlüsselförmigen Gesicht und einem markanten Sagittalkamm auf der Schädeldecke. Sie hatten große Wangenknochen und kräftige Kiefermuskeln, was auf eine spezialisierte Ernährung hindeutet. Ihre Ernährung war eher ungewöhnlich und bestand aus zähen, faserigen Pflanzenmaterialien wie Wurzeln, Knollen und harten Früchten. Trotz ihrer robusten Körpermerkmale hatte diese menschenähnliche Spezies im Vergleich zu modernen Menschen ein relativ kleines Gehirnvolumen. Fossile Funde deuten auf ein durchschnittliches Gehirnvolumen von etwa 525 Kubikzentimetern hin. Paranthropus boisei lebte vor 2,3 bis 1,2 Millionen Jahren während des Pleistozäns und lebte zusammen mit anderen frühen menschenähnlichen Arten. Sie besaßen einfache Steinwerkzeuge, aber ihre Fähigkeiten zur Werkzeugherstellung waren im Vergleich zu anderen zeitgenössischen menschenähnlichen Spezies relativ begrenzt. Nummer 18. Wir lernen den Drachenmenschen kennen. Eines seiner bemerkenswertesten Merkmale ist sein Schädel. Der Schädel wurde 1933 in der Region Harbin in China entdeckt, wurde aber erst vor kurzem als einzigartige Spezies identifiziert. Sein Schädel ist außergewöhnlich gut erhalten und ermöglicht es uns, Merkmale zu identifizieren, die ihn von anderen bekannten menschenähnlichen Arten unterscheiden. Er weist ein großes Gehirnvolumen auf, das auf etwa 1420 Kubikzentimeter geschätzt wird und damit sogar größer ist als das des Homo neanderthalensis. Der Schädel des Drachenmenschen hat eine robuste und kräftige Struktur mit ausgeprägten Stirngraten, dicken Schädelknochen und einem breiten Gesicht, was auf Anpassungen an Stärke und Widerstandsfähigkeit hindeutet. Die einzigartigen Merkmale des Schädels des Drachenmenschen haben Forscher zu der Vermutung veranlasst, dass der Drachenmensch im Vergleich zu anderen menschenähnlichen Spezies dieser Zeit eine unglaubliche körperliche Stärke und Widerstandsfähigkeit besessen haben könnte. Diese Entdeckung gibt wertvolle Einblicke in die Evolutionsgeschichte des Menschen in Ostasien und stellt frühere Theorien in Frage, die davon ausgingen, dass der Homo sapiens die einzige menschenähnliche Spezies in dieser Region war. Die Analyse des Schädels des Drachenmenschen deutet außerdem darauf hin, dass er näher mit dem Homo sapiens als mit dem Neandertaler verwandt ist, was die frühere Annahme in Frage stellt, dass der Neandertaler der engste Verwandte unserer Spezies ist. Nummer 17. Hier haben wir die Red Deer Cave People, eine Gruppe prähistorischer Menschen, die aus fossilen Überresten bekannt sind, die in der Red Deer Cave oder Malodong und der Longlin-Höhle in der Provinz Yunnan im Südwesten Chinas gefunden wurden. Die Humanoiden in dieser Höhle wurden erstmals 1989 von Bergleuten entdeckt, die in der Gegend von Malodong Kalkstein abbauten. Die Fossilien blieben bis 2008 unerforscht, bis sie als eine eigene Gruppe von Humanoiden identifiziert wurden. Diese Art weist eine Mischung aus archaischen und modernen menschlichen Merkmalen auf. Ihre Schädel weisen eine einzigartige Kombination aus primitiven und abgeleiteten Merkmalen auf,
was sie von anderen bekannten Menschenarten unterscheidet. Die Fossilien wurden auf die Zeit vor etwa 17.830 bis 11.500 Jahren datiert, was sie in der Spätpleistozänzeit einordnet. Die genaue Klassifizierung dieser Humanoiden ist unter Wissenschaftlern noch umstritten. Einige Forscher vermuten, dass es sich bei ihnen um das späte Überleben einer archaischen Menschenart handelt, während andere vermuten, dass es sich um eine Hybridpopulation aus Denisovan-Humanoiden und modernen Menschen handeln könnte. Neuere DNA-Forschungen deuten jedoch darauf hin, dass es sich um moderne Menschen handelte, die mit den heutigen Populationen in Ost- und Südostasien verwandt sind. Es gibt auch Hinweise darauf, dass diese Urmenschen eine abwechslungsreiche Ernährung hatten, zu der auch der Verzehr von großen Hirschen gehörte, was ihnen ihren Namen einbrachte. Nummer 16. Das ist der Homo antecessor, der vor etwa 800.000 bis 1,2 Millionen Jahren im frühen Pleistozän lebte. Fossile Überreste wurden in Spanien gefunden, und zwar an den Fundorten Grandolina und Cima del Elefante in der Region Atapuerca. Die Fundstelle Grandolina in Spanien hat über 80 Fossilien von mindestens 6 Individuen als Homo antecessor erbracht. Die Überreste umfassen Skelett- und Schädelteile und stammen aus der Zeit vor mindestens 780.000 Jahren. Man geht davon aus, dass es sich um einen potenziellen Vorfahren handelt, der zu den Neandertalern und modernen Menschen geführt haben könnte. Die genaue evolutionäre Beziehung zwischen diesen Arten wird jedoch noch untersucht. Der Homo antecessor weist eine Kombination primitiver Merkmale auf. Der Schädel weist eine einzigartige Mischung aus archaischen Merkmalen wie einem niedrigen und länglichen Hirnschädel und modernen Merkmalen wie einer vorstehenden Nase und einem großen Gesicht auf. An den Fundstellen in Atapuerca, wo diese Fossilien entdeckt wurden, wurden auch Steinwerkzeuge und Hinweise auf Schlachtungstätigkeiten gefunden, was darauf hindeutet, dass Homo antecessor große Tiere jagte und Werkzeuge zur Verarbeitung der Kadaver benutzte, was auf eine gewisse Verhaltenskomplexität hindeutet. Nummer 15. Homo naledi ist eine uralte humanoide Spezies, die 2013 in einem Höhlensystem in Südafrika von einem Team von Wissenschaftlern unter der Leitung des Paläoanthropologen Lee Berger entdeckt wurde. Die Fossilien wurden in einer abgelegenen Kammer des Höhlensystems namens Rising Star gefunden, die nur durch einen engen Durchgang zugänglich ist. Das Höhlensystem hat eine erstaunliche Anzahl an Fossilien des Homo naledi hervorgebracht. Bisher wurden mehr als 1550 fossile Elemente ausgegraben, die mindestens 15 Individuen unterschiedlichen Alters und beider Geschlechter repräsentieren. Ihr Alter wird auf 335.000 bis 236.000 Jahre geschätzt, was sie in das mittlere Pleistozän einordnet. Homo naledi hat einen kleinen affenähnlichen Schädel, aber seine Hände und Füße weisen menschliche Merkmale auf. Einer der bemerkenswertesten Aspekte dieser Entdeckung ist die Vermutung, dass die Leichen absichtlich entsorgt wurden. Das Vorhandensein so vieler Individuen in einer abgelegenen Kammer, die für andere Tiere unzugänglich ist, legt die Möglichkeit von absichtlichen Bestattungspraktiken nahe. Dennoch haben die Wissenschaftler mehr Fragen als Antworten. Sie dachten, die Antwort könnte in den Zähnen liegen, die sich deutlich von denen anderer Homo-Arten unterscheiden, die zur gleichen Zeit lebten. Aber warum war Homo naledi anders und warum hat seine Umwelt seine Biologie stark beeinflusst? Was denkst du? Nummer 14. Ardipithecus ramidus, allgemein als Ardi bekannt, war eine uralte humanoide Spezies, die vor etwa 4,4 Millionen Jahren lebte. Ardi wurde 1994 in der Region Afar in Äthiopien von einem internationalen Wissenschaftlerteam unter der Leitung des Paläoanthropologen Tim White entdeckt. Die Fossilien von Ardi wurden in einem bemerkenswert zerbrechlichen und fragmentierten Zustand gefunden, sodass sie sorgfältig ausgegraben und rekonstruiert werden mussten. Ihr Alter wird auf etwa 4,4 Millionen Jahre geschätzt, was sie zu einer der ältesten und bedeutendsten humanoiden Fossilien macht, die je entdeckt wurden. Zu den fossilen Überresten gehören Fragmente des Schädels, Zähne, Hände, Füße und andere Skelettelemente. Die Analyse von Ardi ergab ein kleines Gehirn, ein vorstehendes Gesicht und einen großen Zeh zum Greifen, was auf Anpassungen zum Klettern auf Bäume und zur Fortbewegung hinweist. Die Skelettmerkmale liefern auch wertvolle Erkenntnisse über die Entwicklung des aufrechten Gangs. Ardi war zwar an das Klettern auf Bäume angepasst, wies aber auch Merkmale auf, die mit dem aufrechten Gang in Verbindung gebracht werden, wie zum Beispiel einen flexibleren Fuß und ein Becken, das einen größeren Bewegungsspielraum ermöglichte. Die Forscher glauben, dass er in einer bewaldeten Umgebung lebte, was sich aus den versteinerten Überresten von Pflanzen und Tieren in denselben geologischen Schichten ableiten lässt. Dies deutet darauf hin, dass frühe Humanoide wie Ardi verschiedene Lebensräume bewohnten, was der Vorstellung widerspricht, dass die Entwicklung des aufrechten Gangs nur durch den Übergang zu offenen Savannenumgebungen vorangetrieben wurde. Nummer 13.
Die Denisovana wurden 2010 entdeckt, als ein Fingerknochenfragment und ein Zahn in der Denisova-Höhle in Sibirien, Russland, gefunden wurden. Diese Überreste wurden zunächst einer bis dahin unbekannten humanoiden Spezies zugeordnet. Die Denisovana haben einen gemeinsamen Vorfahren mit Neandertalern und modernen Menschen, wahrscheinlich Homo heidelbergensis, auf den wir später noch eingehen werden. Die Denisovana bewohnten während der letzten Eiszeit wahrscheinlich ein großes geografisches Gebiet, das von Sibirien bis nach Südostasien reichte. Das Vorhandensein ihrer DNA in den Genomen heutiger Populationen, vor allem in Ost- und Südostasien, deutet auf eine Kreuzung zwischen dieser Spezies und frühen modernen Menschen hin. Analysen haben ergeben, dass ihre DNA in verschiedenen Populationen vorkommt, darunter in Papua-Neuguinea, Australien und anderen Teilen Südostasiens. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler glauben, dass diese Kreuzung wahrscheinlich vor Zehntausenden von Jahren stattfand. Neuere Forschungen haben jedoch neue Erkenntnisse über das genetische Erbe dieser humanoiden Spezies erbracht. So hat eine Studie aus dem Jahr 2022 gezeigt, dass sich Denisovana in Neuguinea bis vor mindestens 30.000 Jahren mit modernen Menschen gekreuzt haben, möglicherweise sogar bis vor 15.000 Jahren. Das legt nahe, dass sie neben dem Homo sapiens die letzte bekannte humanoide Spezies waren, die die Erde bewohnte. Nummer 12. Homo habilis wurde erstmals 1960 von Mary und Louis Leakey in der Olduvai-Schlucht in Tansania entdeckt. Die Leakeys fanden Steinwerkzeuge in Verbindung mit den Fossilien, was sie dazu veranlasste, diese Spezies als den ersten menschlichen Vorfahren zu bezeichnen, der Werkzeuge benutzte. Homo habilis, was so viel wie geschickter Mensch bedeutet, ist eine frühe humanoide Spezies, die vor etwa 2 bis 1,4 Millionen Jahren lebte. Im Vergleich zu früheren Humanoiden hatten sie ein größeres Gehirnvolumen, das im Durchschnitt etwa 650 Kubikzentimeter betrug. Ihr Gesicht war weniger ausladend und ihre Zähne waren kleiner als bei früheren Humanoiden, wie dem Australopithecus, auf den wir später auch noch eingehen werden. Homo habilis ist auch für seine Verbindung mit Steinwerkzeugen bekannt. Steinwerkzeuge wurden in der Olduvai-Schlucht und an anderen Fundorten entdeckt. Das deutet darauf hin, dass diese Spezies in der Lage war, einfache Steinwerkzeuge für verschiedene Aufgaben herzustellen und zu benutzen. Zum Beispiel zum Schneiden und Verarbeiten von Fleisch. Im Jahr 2022 wurde ein Kieferknochen, der in der Ledi Geraru Forschungsstätte in Äthiopien gefunden wurde, als das möglicherweise älteste bekannte Exemplar identifiziert, das dem Homo habilis zugeschrieben wird. Dieses Exemplar, das auf ein Alter von etwa 2,8 Millionen Jahren datiert wird, weist eine Mischung aus primitiven Merkmalen auf und schließt die Lücke zwischen Australopithecus und späteren Homo-Arten. Nummer 11. Hier haben wir Homo luzonensis, unsere nahen Verwandten, aber nicht unsere Vorfahren. Die Entdeckung dieser Humanoiden wurde 2019 in der Kalao-Höhle auf der Insel Luzon in den Philippinen gemacht. 13 Knochen, darunter Zähne, Handknochen, Fußknochen und ein Teil eines Oberschenkelknochens wurden gefunden und dieser neuen humanoiden Spezies zugeschrieben. Die Fossilien wurden auf die Zeit vor etwa 67.000 Jahren datiert, was im Kontext der menschlichen Evolution relativ neu ist. Homo luzonensis weist primitive Merkmale auf und seine körperlichen Eigenschaften sind eine Mischung aus alten menschlichen Vorfahren und jüngeren humanoiden Arten. Die geringe Größe der Fossilien lässt vermuten, dass diese Spezies weniger als einen Meter groß gewesen sein könnte. Einige Experten vermuten, dass primitivere Humanoide aus Afrika eingewandert sind und so die kleineren Homo-Arten entstanden sind. Hast du dir jemals vorgestellt, dass unsere alten Verwandten so aussehen könnten? Kannst du dir vorstellen, einer ganzen Spezies wie dieser zu begegnen? Nummer 10. Vor Hunderttausenden von Jahren wurde die Erde von verschiedenen Gruppen von Menschen bewohnt, darunter moderne Menschen, Neandertaler und Denisovana. Diese Gruppen lebten nebeneinander, jede mit ihren einzigartigen Merkmalen und ihrer genetischen Ausstattung. Jüngste Entdeckungen haben jedoch Licht auf die Existenz eines Geistervorfahren der alten Humanoiden geworfen, der wahrscheinlich von diesen bekannten Gruppen abstammt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die genetische Abstammung der modernen Westafrikanerinnen und Westafrikaner untersucht und dabei faszinierende Hinweise auf Kreuzungen zwischen den frühen Menschen in Westafrika und dieser rätselhaften Geistervorfahrenpopulation gefunden. Genetische Analysen deuten darauf hin, dass die DNA dieser Gruppe einen beträchtlichen Anteil an der genetischen Zusammensetzung der heutigen Westafrikaner ausmacht, der zwischen 2 und 19% liegt. Es wird geschätzt, dass diese Kreuzung vor etwa 43.000 Jahren stattfand, einer Zeit, in der diese alten Humanoiden wahrscheinlich mit den frühen Menschen in Westafrika koexistierten. Die genetischen Verbindungen wurden bei verschiedenen westafrikanischen Völkern beobachtet, darunter die Mende in Sierra Leone, die Yoruba, die Esan in Nigeria und andere Gruppen, die in den westlichen Regionen Gambias leben. Die Parallelen der Kreuzung zwischen den alten Europäern und den Neandertalern werfen die Frage auf, wer diese geisterhafte Vorfahre war, welche Gewohnheiten er hatte und wie seine Biologie konkret aussah.
Nummer 9. Der Boskop-Mensch ist eine der geheimnisvollsten humanoiden Spezies der Geschichte. Sie sahen anders aus als moderne Menschen, hatten größere Gehirne als wir, aber Gesichter mit kindlichen Proportionen. Die Entdeckung des Boskop-Menschen geht auf das frühe 20. Jahrhundert zurück. Fossilien, darunter Schädelfragmente, wurden in der Boskop-Region in Südafrika gefunden. Dieser Humanoide wurde zunächst mit einem großen Gehirnvolumen und einem kleinen Gesicht beschrieben. Einige Schätzungen gingen von einem Gehirnvolumen von etwa 1980 Kubikzentimetern aus, deutlich größer als das durchschnittliche Gehirn eines modernen Menschen. Einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind der Meinung, dass die ursprünglichen Schätzungen der Gehirngröße aufgrund von verdickten Schädeln und anderen Faktoren wahrscheinlich überschätzt wurden. Andererseits schlagen einige Forscher vor, dass die Boskop-Schädel eher eine regionale Variante oder eine isolierte Population des Homo sapiens als eine eigene Art darstellen könnten. Was ist deine Theorie? War der Boskop-Mensch tatsächlich ein Mensch oder war er eine andere Art? Wenn ja, was denkst du, was mit ihnen passiert ist? Nummer 8. Homo heidelbergensis ist eine ausgestorbene Art von Urmenschen, die vor etwa 600.000 bis 300.000 Jahren in Afrika, Europa und möglicherweise auch in anderen Teilen der Welt lebte. Diese Humanoiden hatten einen größeren Hirnschädel und ein flacheres Gesicht als frühere Menschenarten. Sie hatten ausgeprägte Augenbrauen und ein Gehirn, das zwischen 1100 und 1400 Kubikzentimetern groß war, also größer als das des modernen Menschen. Der Homo heidelbergensis stammt ursprünglich aus Afrika, breitete sich aber später nach Europa aus. Fossile Beweise deuten darauf hin, dass aus verschiedenen Populationen in Europa und Afrika zwei verschiedene Arten entstanden sind. Homo neanderthalensis in Europa und Homo sapiens in Afrika. Es gibt Beweise für Speere aus Holz und Handbeile aus Stein, die an archäologischen Stätten gefunden wurden, die mit ihnen in Verbindung stehen. Es gibt auch Hinweise auf Kreuzungen zwischen dem Homo heidelbergensis und anderen humanoiden Arten, wie dem Neandertaler und den Denisovanern. Das deutet darauf hin, dass in dieser Zeit ein genetischer Austausch zwischen verschiedenen humanoiden Gruppen stattfand. Nummer 7. Homo gautengensis ist keine weithin anerkannte oder akzeptierte Art in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Dieser Humanoide wurde 2010 in einer Studie von Darren Curnow vorgeschlagen. Er beschrieb ihn als neue Art anhand von Schädel, Kiefer und Zahnresten, die in Südafrika gefunden wurden. Wenn Darren Curnow recht hat, lebten diese Menschen vor etwa 1,8 Millionen Jahren und möglicherweise sogar erst vor 0,8 Millionen Jahren. Das würde bedeuten, dass es sich um eine der am längsten lebenden humanoiden Spezies handeln würde. Das gilt zwar auch für alle anderen humanoiden Arten, aber diese war einzigartig. Man nimmt an, dass diese Homo gautengensis-Individuen keine Sprache besaßen. Ihre Fossilien legen nahe, dass Tarzan nicht weit von der Wahrheit entfernt war. Diese Urmenschen waren Baumschwinger und laut Darren waren sie wahrscheinlich Ökospezialisten, die mehr Gemüse aßen als moderne Menschen. Möglicherweise benutzten sie auch Steinwerkzeuge und Feuer, wie verbrannte Tierknochen beweisen, die in der Nähe gefunden wurden. Dabei war der größte Homo gautengensis nur etwas über einen Meter groß und verbrachte die meiste Zeit seines Lebens in Bäumen, wo er aß, schlief und Raubtiere eher mied. Nummer 6. Man nimmt an, dass diese humanoide Spezies namens Homo georgicus vor etwa 1,8 Millionen Jahren gelebt hat. Diese Art wurde in der archäologischen Stätte Dmanisi in Georgien entdeckt. Die Ausgrabungsstätte hat eine große Anzahl humanoider Fossilien hervorgebracht, darunter mehrere gut erhaltene Schädel- und Skelettreste. Die Schädel von Homo georgicus weisen eine längliche und niedrige Schädelform, ausgeprägte Stirnleisten und eine relativ geringe Gehirngröße auf. Sie weisen aber auch einige einzigartige Merkmale auf, wie zum Beispiel ein relativ kleines Gesicht und Zähne. Fossilien des Homo georgicus wurden ausschließlich am Fundort Dmanisi in Georgien gefunden, was darauf hindeutet, dass sich diese Region während des frühen Pleistozäns bewohnten. Die Fundstelle gibt auch einen Einblick in die Paläomwelt, in der diese Humanoiden lebten. Das Gebiet war wahrscheinlich ein Mosaik aus bewaldeten und offenen Lebensräumen, das den frühen Menschen eine Reihe von Ressourcen bot. Nummer 5. Homo ergaster, auch bekannt als der afrikanische Homo erectus, ist eine ausgestorbene humanoide Spezies, die vor etwa 1,9 bis 1,5 Millionen Jahren lebte. Diese Spezies wird hauptsächlich mit Ostafrika in Verbindung gebracht, mit bedeutenden Fossilienfunden in Ländern wie Kenia, Äthiopien und Tansania. Im Vergleich zu früheren humanoiden Arten hatten sie ein moderneres menschliches Aussehen. Sie waren im Allgemeinen groß, schlank und hatten einen relativ unbehaarten Körper. Ihr Gehirn war mit 700 bis 900 Kubikzentimetern größer als das früherer humanoider Arten, aber kleiner als das des modernen Menschen. Man nimmt an, dass sie geschickte Jäger und Sammler waren und Werkzeuge für verschiedene Aufgaben wie das Schlachten von Fleisch und die Verarbeitung von Pflanzenmaterial benutzten.
Fossile Überreste des Homo ergaster wurden an mehreren bedeutenden Orten gefunden. Ein bemerkenswerter Fund ist das fast vollständige Skelett eines jungen Mannes, der als Nariokotome Boy oder Turkana Boy bekannt ist und in Kenia gefunden wurde. Nummer 4. Australopithecus sediba ist eine ausgestorbene humanoide Spezies, die vor etwa 2 Millionen Jahren lebte und 2008 entdeckt wurde. Er wurde in der Malapa-Höhle im Weltergebiet Cradle of Humankind in Südafrika gefunden. Forscherinnen und Forscher haben über die Einordnung von Australopithecus sediba in den menschlichen Stammbaum gestritten. Einige meinen, er gehöre zur Gattung Homo, während andere argumentieren, dass er eine eigene Art innerhalb der Gattung Australopithecus darstellt. Unabhängig von der genauen Klassifizierung wird er aufgrund der gut erhaltenen Fossilien und der Erkenntnisse, die er über die menschliche Evolution liefert, als wichtiger Fund angesehen. Das liegt vor allem daran, dass die Fundstelle in Malapa fast vollständige Skelette eines erwachsenen Weibchens und eines jungen Männchens enthält. Die Analyse der Lendenwirbel von Australopithecus sediba hat Aufschluss über seine Geh- und Kletterfähigkeiten gegeben. Die Wirbel zeigen, dass er wahrscheinlich sowohl auf zwei Beinen gehen als auch klettern konnte. Das deutet darauf hin, dass dieser Humanoide einen Teil seiner Zeit auf Bäumen und einen anderen Teil auf dem Boden verbrachte. Nummer 3. Homo erectus ist eine ausgestorbene Hominidenart, die vor etwa 1,9 Millionen bis 143.000 Jahren lebte. Diese Spezies ist für mehrere bedeutende Merkmale und Errungenschaften bekannt. Sie hatten ein größeres Gehirn als frühere Hominidenarten, benutzten Werkzeuge, beherrschten das Feuer und hatten eine große geografische Verbreitung. Der Homo erectus gilt auch als eine wichtige Übergangsart in der menschlichen Evolution, die Fortschritte bei der Fortbewegung, der Nutzung von Werkzeugen und der Anpassung an verschiedene Umgebungen machte. Vier Homo erectus-Gruppen stechen besonders hervor. Der Java-Mensch. Diese Unterart wurde auf der indonesischen Insel Java entdeckt. Das berühmteste Exemplar des Java-Menschen ist als Trinil II oder Pithecanthropus erectus bekannt, das 1891 von Eugene Dubois gefunden wurde. Diese Fossilien stammen aus der Zeit vor etwa 1,9 Millionen Jahren. Solomensch. Die Fossilien des Solomenschen, die in der Region des Solo-Flusses auf Java, Indonesien gefunden wurden, werden auf ein Alter zwischen 143.000 und 550.000 Jahren geschätzt. Die Exemplare des Solomenschen zeichnen sich durch ihre robusten Schädelmerkmale aus. Dmanisi-Mensch. Diese Unterart wurde in der archäologischen Stätte von Dmanisi in Georgien entdeckt. Die Fossilien werden auf ein Alter von etwa 1,85 Millionen Jahren geschätzt. Diese Exemplare sind von großer Bedeutung, da sie das früheste bekannte Vorkommen des Homo erectus außerhalb von Afrika darstellen. Peking-Mensch. Der Peking-Mensch ist eine Hominidenart, die an der Jukodian-Stätte in der Nähe von Peking, China entdeckt wurde. Diese Fossilien stammen aus der Zeit vor etwa 770.000 bis 230.000 Jahren. Nummer 2. Neandertaler sind unsere nächsten ausgestorbenen Verwandten und haben einen gemeinsamen Vorfahren mit dem modernen Menschen. Sie sind jedoch keine direkten Vorfahren, sondern stellen einen eigenen Zweig in unserem Stammbaum dar. Neandertaler bewohnten während der letzten Eiszeit Regionen mit kaltem Klima, wie Europa und Teile Asiens. Sie hatten körperliche Anpassungen, um in diesen Umgebungen zu überleben, zum Beispiel einen stämmigen Körperbau, um die Wärme zu speichern, und eine größere Nasenhöhle, die kalte Atemluft wärmte und befeuchtete. Es gibt Beweise dafür, dass die Bestattungszeremonien abhielten, wie die absichtliche Anordnung der Körper und das Vorhandensein von Grabbeigaben. Sie schufen auch symbolische Kunstwerke wie Höhlenmalereien und Gravuren, obwohl diese im Vergleich zu späteren Hominidenarten weniger verbreitet sind. Genetische Studien haben gezeigt, dass sich Neandertaler mit frühen modernen Menschen gekreuzt haben, die aus Afrika eingewandert sind. Daher tragen viele Menschen heute einen kleinen Prozentsatz an Neandertaler-DNA in ihrem Genom. Der Irrglaube, dass alle Neandertaler eine gebückte Haltung hatten, geht auf die Arbeit des französischen Paläontologen Marcelin Boule zurück, der Anfang des 20. Jahrhunderts das Neandertaler-Skelett aus La Chapelle-aux-Sens untersuchte. Er beschrieb das Individuum als ein dummes, ungeschicktes, affenähnliches Geschöpf. Eine erneute Untersuchung des Skeletts in den 1950er Jahren ergab jedoch, dass dieser Neandertaler an schwerer Arthritis in der Wirbelsäule litt. Außerdem hatte er andere gesundheitliche Probleme, wie Rachitis, in jungen Jahren und Zahnprobleme, die zu seinem einzigartigen Aussehen beitrugen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schätzen, dass der Neandertaler vor etwa 40.000 Jahren ausgestorben ist, was möglicherweise auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen ist, darunter die Konkurrenz durch den modernen Menschen und Umweltveränderungen. Nummer 1.
Homo floresiensis, besser bekannt als die Hobbits, ist eine ausgestorbene Hominidenart, die auf der indonesischen Insel Flores lebte. Diese Entdeckung wurde 2004 bekannt gegeben, als ein Team aus indonesischen und australischen Archäologen Überreste in der Liangbua-Höhle fand. Der Homo floresiensis ist für seine kleine Statur bekannt, mit einer durchschnittlichen Größe von etwa 1,1 Metern. Dieser Größenunterschied führte zu dem Spitznamen Hobbits. Trotz ihrer geringen Größe hatten sie relativ kleine Gehirne mit einem durchschnittlichen Schädelvolumen von etwa 380 Kubikzentimetern. Ihre Gehirne wiesen jedoch fortschrittliche Merkmale auf, wie zum Beispiel die Form der Frontallappen, ähnlich wie bei den frühen Homo-Arten. Es gibt Hinweise darauf, dass sie auch Werkzeuge benutzten. Steinartefakte, die mit ihren Überresten in Verbindung gebracht wurden, weisen darauf hin, dass sie in der Lage waren, Werkzeuge für verschiedene Zwecke herzustellen und zu benutzen. Man geht davon aus, dass der Homo floresiensis vor etwa 50.000 bis 60.000 Jahren ausgestorben ist. Die genauen Gründe für sein Aussterben sind nach wie vor unklar, aber es werden Faktoren wie Umweltveränderungen und Interaktionen mit modernen Menschen vermutet. Mit welcher ausgestorbenen menschlichen Spezies hättest du gerne zusammengelebt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal.